Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um dir mit mir zusammen die Uhr meiner Frau anzuschauen. Die Uhr, um die es heute geht, ist die Botta Nova, eine Einzeigeruhr in einer puristischen Variante, wie es puristischer kaum geht. Die Uhr hat einen Zeiger, wobei Zeiger ist schon fast zu viel. Es ist nur ein ganz, ganz kleines Stückchen Zeiger. Sie hat zwei Ziffern auf dem Ziffernblatt und ansonsten kann man die Zeit grob schätzen, aber garantiert nicht mehr auf 5 Minuten genau ablesen. Ein ganz, ganz interessantes Konzept. Meine Frau ist sehr glücklich damit und in diesem Video zeige ich euch die Uhr im Detail. Die Botta Nova ist eine Einzeigeruhr, die extrem reduziert ist, noch sehr viel mehr als Einzeigeruhren ohnehin schon sind, mit lediglich 2 Ziffern und 10 Indizes auf dem Blatt, ist die Zeitanzeige hier wirklich extrem reduziert und nur der kleine grüne Strich gibt einen Indiz dafür, wo sich die Zeit auf dem Ziffernblatt ablesen lässt. Die Uhr ist mit einer Bauhöhe von 6,2 mm extrem flach und entspricht dem typischen Botta-Design. Der Aufdruck auf der Frontseite ist innen im Saphirglas, sodass er auch bei Benutzung nicht verkratzen kann, was ich sehr angenehm finde. Das Grün des Zeigers bzw. des Zeigerendes scheint leuchtend zu sein, ist es aber nicht. Die Uhr hat einen Durchmesser von 44 mm. Und natürlich die typisch abgeschrägten Seiten und eine Bauhöhe, wie erwähnt, von 6,2 mm. Der Durchmesser entspricht 44 mm und ist von allen Seiten gleich. Das Saphirglas ist leicht gewölbt und entspiegelt. Und zwar sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite. Der Boden ist in diesem Clip-Modell ein Pressboden, nicht verschraubt. Hier gibt es bei Botta unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Varianten. Wollen wir doch einmal schauen, wie die Uhr an meinem Arm aussieht. Links haben wir die Botta Uno mit 40 mm, rechts die Nova mit 44 mm. Normalerweise ist 40 mm mein Sweet Spot, da wo ich mich wirklich wohlfühle. Und auch diese Uhr sieht am Arm natürlich gut aus. Aber aufgrund des Wegfalls jeglicher sichtbaren Hörner finde ich, dass auch die 44 mm der Nova an meinem Arm absolut gut aussehen und nicht zu groß. Wie gesagt, das ist die Uhr meiner Frau. Meine Frau trägt sie auch und das Ganze vollkommen problemlos. Diese 44 mm Quarz-Variante der Nova ist angetrieben durch ein Ronta 704, hat eine Wasserdichtigkeit von 5 Bar und kostet in der Standardversion mit Lederband 448 Euro. Am Kautschukband liegt der Preis bei 518 Euro, am Stahlband bei 578 und wer sich für das Milanese-Band interessiert, muss 688 Euro auf den Tisch legen. Das Gehäuse ist, wie bei allen Uhren von Botta, die ich in der Hand hatte, sehr sauber verarbeitet. Es gibt kaum spürbare Übergänge. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Edelstahl, also nicht aus Titan. Dadurch auch das etwas höhere Gewicht von 61,5 Gramm. Die anderen Varianten der Uhr, die sind entweder mit einem weißen Ziffernblatt, das heißt einem weißen Aufdruck, oder aber wahlweise auch als Black Edition, da ist das gesamte Gehäuse schwarz beschichtet und die Uhr wirkt noch einmal ganz anders. Die Nova gibt es auch als 44 mm Automatikversion ab 1280 Euro sowie als 40 mm Quarzversion ab 348 Euro. Diese Uhr ist wirklich nichts für jemanden, der die Uhr minutengenau ablesen muss oder auch nur schätzen müsste. Hier braucht man etwas mehr Ruhe. Auf der Rückseite kann man gerade erkennen, da steht Water Resistant 3 Bar. So hat Botta die Uhren früher vertrieben. Mittlerweile gibt es die Zusicherung, dass die Uhren bis 5 Bar wasserdicht sind. Die Böden sind schlicht und ergreifend nicht erneuert worden, aber die Zusage gilt: Wasserdichtigkeit bis 5 Bar.
Diese Uhr ist in meinen Augen ihr Geld absolut wert, trägt sich mega angenehm und ist wirklich eine tolle Uhr, aber für mich nur etwas für Wochenende, Freizeit und Urlaub. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt, bleibt gesund und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.